Einen wunderschönen guten Abend. Du hättest mir vorher sagen können, was für ein Sound du machst, Koji. Es ist unfair. Es ist einfach unfair, Koji. Schönen guten Abend, Koji. Hallo Alex und hallo liebe Zuhörer. Willkommen zu Verlangt Streams, dem Podcast. Ja, wenn wir es schon nicht schaffen zu streamen, den Podcast können wir wenigstens aufnehmen. Das ist irgendwie eine gute Erkenntnis des Tages an dem beschissenen Montag des ersten Arbeitstages nach dem Urlaub. Ich sag dir, Ja, wie es ist. wir sind heute sehr spät dran, muss man sagen. Also es ist Montagsabend, 18.09., 21 Uhr. Also pünktlich Das 21 heißt. Uhr, genau 21 Uhr, aber spät dran von wegen, wir zeichnen sehr spät auf. So, also eigentlich machen wir Genau. das ja immer spätestens eigentlich sonntags. Genau, normalerweise haben wir um 8 Uhr, stimmt, Sonntagabend oder Montagabend um gegen 8 meistens. Und da haben wir eigentlich immer noch kein Bier getrunken oder kein Wein. Und 21 Uhr sieht die Welt aber schon ein bisschen anders aus. Ja. Ich habe mir auch Also, schon eine Birne eingegossen vorhin, so, ne, es wird ein gemütlich. witziger Podcast, oder? Ja. Weil sonst ist er ja nie witzig. Ist ja immer ernst. Genau, so wie letzte Woche, als Alex von seinem Ausflug, der berichtet hat, von seinem Urlaub. Alex ist wieder Ja. da. Jetzt ist der Spaß vorbei. Der Jetzt hört man Ex-Urlauber mich wieder ist wieder in am gewohnt Tisch. schlechter Tonqualität. Man hört Ja, mich wieder in genau. gewohnt schlechter Man hört es an der Tonqualität. schlechten Tonqualität, Alex ist wieder da. Ja, wie war dein Urlaub? Erzähl nochmal ganz kurz. Jetzt nichts, langweile nicht alle wieder. Also mach's ein Nein, bisschen kürzer. nein. Also ich möchte kurz erzählen, wie gesagt, ich war im Harz, das wissen alle jetzt, ne? Aber meine Erkenntnis des Urlaubs war, dass ich den Harz unterschätzt habe. Ich habe den Harz so eingeschätzt, als Harz, Brocken, Wandern, Wald, weiß nicht, Wandern halt einfach. So, ne? Natur. Aber die Musik des Harzes spielt nicht auf der Oberfläche, sondern tatsächlich unter der Oberfläche. Wir haben in der Zeit auch, wir waren, also ich war, oder wir besser gesagt, waren auch in einer Tropfsteinhöhle. In Tropfsteinhöhlen haben wir, das gibt mehrere, aber wir wären beispielhaft in einer gewesen. Und wir waren in einem Erzbergwerk und sind da mit so einem Minenwagen reingefahren. Ich habe mich echt gefühlt, als ob ich bei Real Life Minecraft wäre. Und zwar mal richtig interessant. Hast du einen Also das war Grottenolm gesehen? wirklich, wirklich spannend. Also wir hatten so eine Führung gemacht mit so, ich sag mal, so ein Alltag eines Minenarbeiters. So hier mit, was ich, Umkleideraum anziehen und dann Ja. hängt die Ausrüstung oben an der Decke und hast du nicht gesehen und die Duschkabinen und da eingeseift und angezogen, was weiß ich alles. Und dann sind die da in dieses Minecart, also steigen die dann in dieses Minecart und dann, man muss sich das so vorstellen, das ist so eine Miniatureisenbahn. Also wirklich, als ob du so im Garten deine Eisenbahn aufgebaut hättest. So Ja. groß sind die Wagen. Und dann ist da noch so ein Sicherheitskäfig drüber. Und die Fenster sind so richtig dicke Metallgitterstäbe. Du denkst, du wirst gleich irgendwie entweder wie bei Hogwarts ins Azkaban-Gefängnis gefahren oder so auf Alcatraz oder sowas. So fühlt sich das an. Und dann fährst du da so 500 Meter in diesen Berg rein und es wird einfach immer dunkler. Und diese Lampen, die da zwischendurch aufgehangen sind, geben halt sehr, sehr spärliches Licht ab. Und wenn, ich muss sagen, ich habe absolut allerhöchsten Respekt vor den Menschen, die da drin gearbeitet haben. Und das tagtäglich. Ja, Also wirklich. die sind nicht umsonst alle relativ früh gestorben irgendwie so. Das muss an irgendwas hängen, so, ne? Ja, die Also durften auch mit 55 in Rente, also ja, schon. das ist eine Scheißblockerei. Ich kenne das halt aus dem Und Pott, ne? So, ja. also grundsätzlich, was du sagst, sehe ich auch so. Also wenn jetzt man so, also wenn meine Eltern früher gesagt haben, ey, lass doch mal ins Sauerland fahren, dann habe ich so gedacht, ja, Alter, willst du mich verarschen? Sauerland, verstehst du? Und das ist ja letztendlich ähnliche Kategorie, also wahrscheinlich Ja, noch mal ein genau. bisschen kleiner als hier jetzt so, ne? Aber Ja. ich finde auch Harz ist so generell Sachsen-Anhalt, muss man sagen, eins der most underrated Bundesländer in Deutschland. Also Ja, verkauft würde ich auch sich sagen. absolut unter Wert, ja, finde ich. Absolut. Ja, also Ja. nicht nur da, auch die Altmark und so ist ja, das ist ja, Ah, also ja. so viel, was du dir da also so viel zu laufen, so schön viel grün und so, also wunderschön kann Ja. man sich echt angucken, ja. Und auch der Harz natürlich, also wir nutzen das auch als Naherholungsgebiet, so am Wochenende mal irgendwie so samstags hin, morgens frühst, ja, dann ein bisschen da Kann rumwandern und ich dann nachmittags wieder nach Hause, ja. vollkommen Mit nachvollziehen. Picknick irgendwie so richtig cool gemacht dort, also muss man sagen, wirklich schön. Tolle Natur und Ja. wir haben immer schöne Tage da gehabt. Ja, Also also. Shoutout hier nochmal, wer wissen möchte, wo das Erzbergwerk, das war das Erzbergwerk Rammelsberg in Goslar. Also wirklich nochmal Shoutout an die Jungs und Mädels da, die das da betreiben. Noch nach der Schließung 1988 wurde das ja geschlossen. Da war die Quelle des Erzes erschöpft. Die haben da ja Kupfer, Blei und Zink irgendwie rausgeholt, vor allem aus der Mine. Und auch als Nebenprodukt tatsächlich ein bisschen Silber und Gold.
In mikroskopischen Bereichen natürlich, auf die Menge gesehen, was sie da in Erz gefördert haben. Aber Bronze, tatsächlich Silber, Silber und und Gold hab ich nie gewollt. Genau, da kam auch der Song her. Genau, und deswegen, der hat er auch so eine Führung gemacht und hat er dann kam er auf dieses Lied. Man hört dich schon wieder nicht, Kochi. Das ist schon wieder, der Sound ist schon wieder weg bei dir. Kochi, dein Sound ist weg, glaube ich. Weiß ich nicht. Jetzt aber. Jetzt aber. Ja, wieder das scheiß Kabel. Vielleicht möchte dein Mikro dein dummes Gelaber nicht hören. Was hat man denn jetzt nicht gehört? Ich hatte so wichtige Dinge zu sagen. So, ich habe gerade den Sinn des Lebens erklärt. Also, das wäre cool. Ja, nee, also hast du einen schönen Urlaub gehabt? Ja, war toll. Okay. Wirklich toll. Und jetzt hast du dicke Waden. Geht eigentlich. Also wir haben es ein bisschen entspannter gemacht, immer so jeden zweiten Tag und immer so einen Tag dazwischen, wo man ein bisschen entspannter hat oder nur sich irgendwas angeguckt hat. Aber wir sind schon viel gewandert. Okay. So. Ich meine, so die Klassiker, ne? Brocken hochgewandert. Ja, klar. Durchs Bodetal gelaufen. Hexentanzplatz und sowas. Ja, und das dann ist gut. Eben halt. Da ist auch so ein schöner Zoo, muss man. So ein schöner Tierpark ist da. Habt ihr ja, den da waren wir jetzt nicht drin. Okay. Aber. Der ist zu empfehlen. Sind vorbeigelaufen. Und der dann, ist wirklich zu empfehlen. Das ist ein schöner, sehr schöner Tierpark dort. So ja. Mit heimischen Tieren, Wölfen, Luchsen und was da alles gibt. Auch so Braunbären. Also alles, was es hier mal gab oder was es hier auch noch gibt. Und sehr schön angelegt, mitten im Wald. Und dann kann man mit der Rodelbahn runterfahren. Auch schön. Mit der Seilbahn hoch oder hochwandern, je nachdem, wie man Bock hat. Und genau so war es halt. Ne, ein paar Städte angeguckt, so Quedlinburg, Wienerode, alles was da mal so. Also wenn man hier in der Nähe ist, auf jeden Fall reinschauen. Also wir waren jetzt nur im Nordharz, ne? Der Harz ist ja noch viel größer. Streckt sich ja noch Richtung Süden, Richtung Thüringen, wie du schon mal gesagt hast. Also, aber wir waren jetzt im Norden vom Nordharz. So, jetzt genug geharzt, würde ich sagen. Und nicht, dass ich kaputt reden will, aber... Bin ja auch schon Freitag wiedergekommen und eigentlich könnte ich noch viel, viel mehr über mein Wochenende erzählen. Nee, lass mal lieber. Sonst kriegen wir irgendwann so Ärger hier mit den... Dass wir nur noch über den Harz reden. Ob wir da nicht... ob wir da Provision kriegen oder so. Ich hätte jetzt auch nicht über den Harz geredet. Aber, aber eine witzige Anekdote muss ich dir erzählen. Ich hatte am Sonntag, bin ich einen Tag nach Hamburg gefahren, zum Fußball. Ach so. Ich hatte die witzigste Zugfahrt, ohne selbst daran eigentlich wirklich beteiligt gewesen zu sein. Nämlich? Stell dir vor, du sitzt in einem Zug mit einer Gruppe verkaterter Menschen. Okay, verkaterter Menschen. Also ihr habt schon Abend vorher gebechert. Jetzt stell dir das einfach nochmal etwas größer vor. Und zwar nicht nur eine Gruppe, sondern der ganze Zug. Und die haben auch nicht nur eine Party gefeiert, sondern von Donnerstag bis Sonntag, weil sie auf einer AIDA Kurzkreuzfahrt waren, unter dem Motto 90er-Party. Hä? Was für ein Zug warst du denn da? Der ganze Zug, oder was? Ich bin Sonntagvormittag gefahren und die sind alle am Sonntagmorgen von der AIDA ausgestiegen und natürlich sind die meisten wohnhaft irgendwo in komplett Deutschland gewesen und mussten alle ja noch mit dem Zug irgendwie weg. So, also waren ja die hätten auch alle nicht, also mal ganz ehrlich. War das Zufall, warte, kurz Zwischenfrage, war das Zufall, dass die mit dir im Zug saßen oder waren das alles, Zufall. Ach so, oh, jetzt verstehe ich das. Weil ich dachte die ganze Zeit, wie kann das denn sein, dass deine ganzen Fußballfans da vorher noch auf der AIDA unterwegs waren? Nein, das waren einfach random Touristen, die sich halt über das Wochenende so eine AIDA-Sauftour gebucht haben. Ja, okay, jetzt verstehe ich. Und dann sind die am Sonntag alle mit dem Zug gewesen morgens. Und jetzt stell dir vor, die konnten eigentlich keinen Alkohol mehr sehen. Aber die Fußball gucken wollten, haben sie natürlich... Oh, jetzt ist er, glaube ich... Ich weiß nicht, mich hört ihr noch, ne? Aber Alex nicht. Alex ist abgeschmiert. Alex ist richtig abgeschmiert. Ja. So, dann muss ich jetzt hier das erste Mal in der Geschichte von Verlang Streams hier. Jetzt ist Alex wieder da. Alex, bist du wieder da? Kannst du mich hören? Hör? Ich höre. Haben wir wieder ein Signal? Hallo. Ja, hallo. Hallo. Ich glaube, es liegt tatsächlich am Gewitter hier. Gewitter ist unfassbar. Okay. Also ich meine, das ist ernsthaft. Ich hatte gerade kurz überlegt, ob wir den Podcast kurz pausieren lassen, aber das habe ich geschickt überquatscht und jetzt können wir weitermachen. Also, ich habe die ganze Zeit auch gehört. Ja? Okay. Ja. Weil bei dir war Frozen. Also du warst die Eisprinzessin quasi. Genau. Elsa. Elsa. Du warst Elsa. Ja, nee. Also sind da Welten aufeinander geprallt, kann man sagen. Da sind Welten aufeinander geprallt, das sage ich dir. Dem ganzen Zug ging es unfassbar schlecht und die hatten alle Gepäck für eine Weltreise dabei. Also wenn ich Kater habe und Alkohol nur rieche, dann muss ich mich bekotzen. So, und wenn da dann welche sitzen, die sich da die ganze Zeit einen reinknüppeln, dann will man doch einfach nur weglaufen.
Ja, und die konnten nicht weglaufen. Die saßen in der Sardinenbüchse des Lebens und mussten 1,5 Stunden von Hamburg, von Kiel nach Hamburg fahren. Toll. Aber haben sich das ja sicherlich auch ausgesucht, ne? Ich meine, wenn man von Donnerstag besonders auf der AIDA saufen ist, naja. Also Ja. das muss, also das war wirklich, also so ein Zufall, das kannst du keinem erzählen. Ja. Also wirklich Na, wir haben jetzt ja unfassbar. auch gebucht. AIDA, Norwegen machen wir. Ah, es ist dann, du hast dann doch lieber, du wolltest dann doch lieber nach Norwegen fahren, Na, wir haben okay. uns, also es stand die Wahl zwischen Außenkabine, also nur mit Fenster, also da, wo es warm ist, Außenkabine 7 Tage oder Norwegen mit Panoramabalkon und 10 Tage. So, und dann habe ich gesagt, komm, Happy Wife, Happy Life, ja, machen wir Richtig. Mit Norwegen. welchem Schiffchen fahrt ihr denn? Also mit welcher Ich will jetzt Cruise-Gesellschaft? nicht zu viel leaken, weil das liegt ja in der Zukunft. Das erzähle ich alles hinterher dann. Nicht, dass ich Ja. dann. Ich meine, ist eigentlich ja scheißegal, ne? Aber wir sparen uns das für hinterher auf. Kommst du denn hafentechnisch in meine Nähe? Nein, leider nicht. Ah, okay. Leider nicht. Ihr Nein, fahrt wir also fahren von von der. Warnemünde aus. Ja, okay. Ist auch ein bisschen näher dran von euch. Ja. Nee, eigentlich nicht. Ist eigentlich Echt nicht? egal. Also Okay. nach Rostock fahren wir auch 4 Stunden von hier. Und zu dir hoch, je nachdem, welche Strecke ich wähle, ja, so 3. Auch 4 Okay. eigentlich. Also ist Ja, eigentlich, okay. das nimmt sich nichts. Das ist. Ja. Bei dir wird es allerdings keine 90er-Party wahrscheinlich auf dem Schiff, oder? Zumindest Vielleicht. nicht Mal gucken, was der dauerhaft. DJ so auflegt. So, Ja. aber ist egal, ich werde mir so oder so einen reinknüppeln, egal welche Mucke da kommt. Das So. Geile war ja eigentlich noch, dass so ein Typ war. Also wir haben das gar nicht so richtig mitbekommen. Da war so ein Typ da, ja, wir sind alle völlig fertig. Wir waren auf dem Kreuzfahrtschiff, hatten hier Party von Donnerstag bis Sonntag, so 90er-Party-Motto. Und dann habe ich den Typ noch so gefragt, so, ja, ist das Kreuzfahrtschiff eigentlich von Donnerstag bis Sonntag nur rumgefahren? Habt ihr auch irgendwo angehalten? Ja, wir waren auch einen Tag in Kopenhagen, aber das hättest du auch knicken können. Ich kann mir richtig vorstellen, wie das Schiff angelegt hat und halt so morgens um 6 und keiner Bock, weißt du, so alle so gefrühstückt auf dem Schiff und denk so, ja komm, jetzt ist auch egal, der Tag ist eh rum. Wobei Kopenhagen schön ist, also Total, ja, war ja aber auch da schon muss da. man, also wir haben da damals so eine, ich habe das schon gesehen, wir haben da eine Hop-on-Hop-off-Tour gemacht, so mit einem Bus, ne? Ja. Ich meine, es war Kackwetter, aber ja, ist sehr, also kann man sich angucken. Kopenhagen ist so eine unfassbar Vor allen entspannte Dingen freundliche Landeshauptstadt. Leute einfach so. Das ist, Ja, Dänemark ist toll. Wirklich. ne? Weißt du, habe ich ja schon mal Ja. erzählt, warum das Dänemark heißt? Weil du Dänemark gibst und Dänemark. Ja, genau, tatsächlich. Das gehörte früher zu Deutschland und dann ist da Ja. so der König durchgeritten mit seinem Finanzminister, da hat die ganzen armen Ja. Leute gesehen und dann hat er gesagt, hier, gib mal Dänemark, gib mal Dänemark, gib mal Dänemark. So, daher kommt das. Ja. Ja. Ja, wir haben Die am Geschichte. Wochenende hier hart gearbeitet. Du hattest sowieso eine relativ bescheidene Woche Ich letzte hatte eine Woche, richtige vermute ich. Scheißwoche, um es mal so zu sagen. Also ich hatte eine richtige Kack-Dreck-Arschloch-Woche. Du hast wenig Also, davon erzählt, aber ist okay. aber nur Arbeit. Also alles wegen Arbeit. Das Leben ist schön, nur die anderen Leute sind scheiße und Arbeit ist mal wieder Kacke. So, hin und wieder Ja. ist einfach mal scheiße. Habe ich mir aber selber ausgesucht, also halt die Fresse. So, und naja, musste dann mal durch, dann geht es einmal eine Weile dreckig, so, aber dann guckt man sich da einen Gehaltszettel an und dann geht es eigentlich auch schon wieder. Also von daher alles okay am Ende. So, Und aber der hier es. mit Puffis im Club wieder. Ja, Fuffis in den Club und sagen, wuh, wuh. Nein, es war einfach richtig dreckig und scheiße. So sagen wir es einfach Kannst mal ja, kannst ja so wie es monatelang wieder ist. Bitcoins von kaufen, Kutsche. Vielleicht kann ich mir davon wieder Bitcoins kaufen, ja. Naja, und jetzt am. Das heben wir uns auch nochmal auf. Das ist auch noch ein Ja. spannendes Thema, aber das muss ich erst nochmal Ja. ein bisschen mehr recherchieren. Nicht, dass hinterher Ja. auffällt, dass ich hier Sachen kaufe, von denen ich gar keine Ahnung habe. So. Naja. Und jetzt am Wochenende, also ich habe hier, also mein Haus ist ja fertig, alles und allem, nur das Grundstück ist noch DDR teilweise oder beziehungsweise Kartoffelacker, kann man sich aussuchen. Und jetzt hatte ich am Wochenende, das wollte ich endlich, also ich habe schon seit Monaten ein Loch im Vorgarten gehabt, wo ein Sickerschacht rein soll für das Regenwasserdrainage War halt. das das Baggerloch? Nee, das ist wieder eine andere Geschichte. Das ist aber aufgefallen an dem. Das wurde ich dann öfter mal gefragt, Okay. was ist da eigentlich für ein weißer Fleck an deiner Fassade? Ah, das hat lange Geschichte, hat ein Bagger reingemacht mit irgend so einem Idioten, der hat da rumgebaggert und dann, ja, ist schwierig heutzutage, nur noch Trottel. Und dann habe ich gesagt, ja, der Idiot war ich. So, aber wie gesagt, das ist auch wieder eine längere Geschichte. Die, ich will es gar nicht so lange auspacken eigentlich, weil.
Ich sehe schon, ich gucke schon wieder die ganze Zeit auf die Uhr. Aber also auf jeden Fall, ich hatte ein Riesenloch im Vorgarten, wo wir einen Sickerschacht hinmachen wollen. Und hier ist alles mit so Lehm und so. Das heißt, du musst recht tief buddeln, damit du irgendwann auf Kies kommst, damit es auch Sinn macht, damit das Wasser da versickern kann. Also ich habe enorm viele YouTube-Videos zu dem Thema gesehen. Auf jeden Fall, das ist seit Monaten, weil immer, wenn ich ein Loch gebuddelt hatte, dann wollte ich weitermachen, musste aber natürlich dann wieder eine Woche warten, weil ich es nicht alles an einem Tag geschafft habe. Und dann kam Regen und dann war das alles wieder zu. So, also es war eigentlich scheiße. So, Sisyphus. Und Das heißt, du bist ja. jetzt habe ich am Wochenende dann endlich geschafft, mal noch einen Nachbarn und vor allen Dingen noch einen Kumpel. Also Shoutout und liebe Grüße an René und Kali, die mir geholfen haben. René hat auch gesagt, er hat den Podcast gehört übrigens. Also finde ich auch super. Mach weiter so, Junge. Ja, liebe Grüße an René. René, du bist die Nummer eins. So, bleib am Ball. So, ne? Und auf jeden Fall, die zwei haben mir geholfen und dann haben wir hier an einem Tag diese ganze Operation fertig gemacht. Dann haben wir irgendwann auch so am Anfang, haben wir uns dann auf so ein Thema geeinigt und das Thema hieß Gaming. Gott sei Dank. So, ne? René spielt zurzeit zum Beispiel Starfield. Kali hat sich diesen USB-Stick gekauft, womit man jetzt alle Spiele spielen kann auf Gameboy, Super NES und so, ich weiß Ach, nicht. diesen, wie heißt das hier? Gamefire? Nee, wie heißt das Ja, Ding? ich glaube, das gibt es mittlerweile mehrfach. Aber das Ja. ist jetzt gerade so ein Hype. Dann haben wir darüber Ja. geredet. Dann bist du auch Thema gewesen mit deinen Magix-Karten. Ich? Ja. Magic, The Ja, meine Gathering. ich. Ja. Ne? Und René kannte sich auch da so ein bisschen aus, Ach ja. beziehungsweise Pokémon ist ja gerade überall wieder ein Thema und Ja. Kali hat auch dann davon erzählt und so, dass er das jetzt öfter mal wieder auf den Tisch kriegt, das Thema. Ja, so ging dann der Tag recht fix dann vorbei und so. Das hat schon Spaß gemacht. Am Ende irgendwie Ja. auf eine abartige Art und Weise hat dieses Buddeln da tatsächlich Spaß gemacht. Ich musste bei deiner Buddelaktion an Mike Krügers Song denken, der Bodo mit dem Bagger. Ja, hier ist dann der Koji mit dem Bagger. Aber Ja. Bagger habe ich abgewählt. Also, komm, einen schnellen Erzähler. Also, pass auf, ich hatte mir einen Bagger bestellt. Ja? Wollte diese drin. Das ist schon ein paar Wochen, Monate her eigentlich jetzt schon. Das ist Ja, also, Monate schon her, glaube ich, ja. ne? Also, ich habe mir einen Bagger bestellt. So einen kleinen Mini-Bagger. Wollte damit halt diese Drainage, also dieses Loch buddeln. Und dann von da aus nochmal einen kleinen Graben ziehen, wo ich nochmal dann so einen Überlauf hinmache. Ja? Also, ne, kann man sich vielleicht vorstellen. Dann kam halt dieser Bagger und erstmal musste ich mir was überlegen, so eine Art Konstruktion, wie ich aufs Grundstück komme, weil ich habe Randsteine an meinem Grundstück und die sind ein bisschen höher als der Gehweg und dadurch habe ich Angst gehabt, mir die kaputt zu fahren. Da habe ich mir da so eine Palettenkonstruktion gebastelt und beim Drüberfahren hat das alles funktioniert und als ich dann von dieser Palette runter wollte, ist diese Palette gekippt, der Bagger ist gekippt und ich habe mir erstmal schön die Fresse. Also den Kopf an der Frontscheibe. So, ich habe so richtig wie auf der Achterbahn, als würde einer auf die Vollbremse treten. Bumm, mit dem Kopf gegen die Frontscheibe. Gott sei Dank ist der Bagger nicht komplett gekippt, sondern nur einmal so richtig schwunghaft nach vorne. Da hat schon Kaffee auf. So, dann hatten sich bei dieser Aktion die rechte Kettenseite festgefahren und ich rutschte so in so einen kleinen Graben rein, wo andere Randsteine waren, die ich bereits gesetzt hatte, die habe ich mir dann locker gefahren. Also das heißt, schön alle Arbeit kaputt gemacht. So. Beim Hin- und Herrangieren habe ich mir mit der Frontschaufel ein Loch in meine Hausfassade gehauen. Das muss man sich mal vor Augen halten. Der Idiot, ja, hat sich mit seiner Schaufel vorne ein Loch in die Fassade vom Haus gehauen. Und was macht die Nauru? Die steht daneben nämlich und guckt sich das alles an und hält sich wie in so einem schlechten Film einfach nur die Finger vor die Augen, anstatt mal zu rufen, guck mal, was du da machst oder so. Also es waren so viele Sachen, die ich gleichzeitig machen musste, dass ich es nicht mitgekriegt habe. Ja, und sie sagt dann irgendwann, hier, du machst die Fassade kaputt. Und in der Zeit ist es schon alles passiert. Und dann haben wir uns noch angekeift. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Okay, pass auf, einmal tief durchatmen. Jetzt haben wir hier ist das mit das Loch in der Fassade mache ich wieder zu, das spachteln wir zu, ist egal, streichen wir drüber, fällt gar nicht auf. So, ne? Die Randsteine, da kommt irgendwann Erde dran. Die sind nicht komplett lose, die sind einfach nur ein bisschen locker gefahren, kein Problem. Passt auch hinterher, interessiert kein Schwein. So, ne? Sieht man hinterher eh nicht mehr. Wenn da von beiden Seiten eine Erde gegendrückt, sitzen die Bomben Naja. fest. Ja, so, das ist eh im Vorgarten und da kommt halt vielleicht mal Blümchen hin, aber das war's. So. Also jetzt nochmal durchatmen, ein Schlückchen Cola trinken, entspannt und dann wird weitergearbeitet. So. Dann
Fange ich an zu graben. Und Nauru steht in diesem Loch drinne und sagt, pass auf, hier ist irgendwas. Und ich wundere mich, warum der Arm nicht mehr anzieht, der Baggerarm. Und dann habe ich das Hauptkabel vom Haus an der Schaufel dran. Hab da eine kleine, also, und, also, ich will gar nicht weiterreden. Das ist mir, es ist so, also, ich habe innerhalb, also, es ist nichts passiert. Ja, das Kabel ist noch okay, es war noch eine Ummantelung drum, die war minimal eingedrückt, also alles okay. Aber worst case, ich hätte einmal dieses Kabel durchgehauen, ja, dann hätte die Stadtwerke und alles kommen müssen, die ganze Straße wäre ohne Strom gewesen, bis zum Verteiler. Ich hätte wahrscheinlich noch meine Frau getötet, weil die stand in diesem Loch drinne, wo ich da rumgegraben habe. Ja, also ich habe innerhalb von 20 Minuten mehrere 10.000 Euro Schaden da produziert, wenn es hochgekommen wäre. Will man gar nicht drüber reden. Also, und dann habe ich gesagt, weißt du was, scheiß auf den Bagger, hab den quasi abgeschlossen, also vollgetankt wieder, abgeschlossen, hingestellt, konnte am nächsten Tag wieder abholen, die Kacke. Bin ich absolut von geheilt. Und jetzt ist ja noch die Geschichte mit deinem Nachbarn oder den Leuten, die vorbeigelaufen sind, diesen weißen Flecken, noch geiler, dass die dann halt sagen, so, ja, das gibt nur noch Idioten, die können alle nicht mit diesen Geräten. Und dann sage ich immer, es gibt keine Fachleute mehr, es gibt keine Fachkräfte mehr. Dann sage ich, stimmt, das sind alles Idioten, die haben keinen Plan. So. Ja. Ja. Ja, Mann. Wir wollten eigentlich noch über Gaming reden, Coach, aber es ist einfach, es ist... Ich weiß nicht, schaffen wir das heute noch? Also ist die Frage. Bestimmt. Also, ich könnte... pass auf, lass uns knobeln irgendwie, oder? Kriegen wir das irgendwie hin? Ein Thema können wir noch anschneiden. Was wollen wir lieber anschneiden? Also ich hätte heute gehabt Terminator Dark Fate Defiance. Ich mache dir jetzt mal einen spontanen Vorschlag, das verschieben wir auf nächste Woche. Ja. Und ich rede mal ganz kurz, weil es eigentlich thematisch noch passt, fast vom vorvorletzten Podcast, wo wir Planet Zoo angeprangert haben als Gelddruckmaschine und prompt haben die vielleicht das nächste DLC rausgehauen. Was du dir direkt gekauft hast natürlich. Nein, noch nicht, nein, ich habe es noch nicht gekauft. Aber ich hab die letzten 4 oder 5 jetzt auch nicht gekauft. Aber davon abgesehen, darum geht's. Ich hatte im Vorfeld gesagt, ich wollte eigentlich ein bisschen über Schönbaugeschichte reden, weil jetzt ja auch bald wieder Cities Skylines 2 rauskommt. Und es gibt ja so eine richtige Community bezüglich diverser Spielen, die wirklich das Spiel ausschlachten, aber nicht, weil sie den finanziellen Part spielen, so wie bei Planet Zoo, ne? Du musst alles irgendwie managen, das muss alles Geld erwirtschaften und du kannst mit dem Geld dann Sachen kaufen. Nein, die basteln, die machen diesen Creator-Modus an, geben Milliarden aus, nur um irgendwie das Viereck nochmal um 5 cm nach rechts zu verschieben, damit das Haus auch noch in der Sichtachse die richtige Symmetrie zum gesetzten Stein der Pflanze hat, weißt du, so ungefähr? Ja. Und das gibt's ja bei ganz vielen Spielen. Und das ist unter anderem, also eine relativ große Community ist auch bei Transport Fever, die so dieses ganze Schienengedöns und sowas macht mit Natur und Städte und sowas. City Skylines ist auch eins der Spiele, die man als Filmbauprojekt genutzt hat. Und daneben halt auch, wie gesagt, Planet Zoo. Also es gibt so eine Riesenriege von Spielen, die eigentlich so Simulationen sind. Ne? Aber wo dann so eine riesen Mod-Community dahinter steht, oder so ein riesen Workshop dahinter steht, in dem Fall bei Planet Zoo sind es ja die Designobjekte, die von den DLCs kommen, aber bei Transport Fever und bei Cities Skylines ist es eine riesen Community, die ganzen Gebäude, Häuser und was weiß ich alles reinbastelt, damit sich Leute da richtig austoben können. Weil, also, das wird jetzt wahrscheinlich, werden einige sagen, der hat eine Macke, so, aber ja. Wo mir das jetzt gerade auch, also ich habe jetzt darüber nachgedacht, okay, was kenne ich denn noch so für Schönbau? Und da fiel mir tatsächlich Anno ein. Ja, auch. Genau das Gleiche. Weil du hast ja auch DLCs gekauft. Also wir haben ja beide die komplette Escalate-Vollversion, ja. Die Eskalationsvollversion. Die Eskalationsvollversion. Weil wir es ja halt auf Stream gespielt haben mit allen DLCs. Und du hast dir ja sogar noch die Deluxe-Edition heißen. Du hast dir ja noch da zusätzlich diese schönen Bauobjekte gekauft. Also hier schöne Häuser und sowas alles. Ja, hast du dir auch noch dazu gekauft. Das habe ich zum Beispiel nicht. Aber da geht's auch. Und seitdem man dieses Easter Egg hat, also dass man auch durch die Städte durchlaufen kann, das ist ja nur rudimentär eigentlich gemacht, dieses Durchlaufen. Ja, also es ist ja eigentlich wirklich nur als Easter Egg gedacht. Aber da kann man ja auch durch seine Städte durchlaufen. Und ich finde, wenn man dann noch alles schön gebaut hat, wirkt es natürlich direkt viel heimeliger irgendwie. So, man kann sich das viel besser vorstellen, als wenn man es immer nur aus der Flugperspektive sieht. Sondern man läuft da durch und kriegt ein ganz anderes Gefühl für seine Städte. Und das geht bei Planet Zoo zum Beispiel auch. Ja, stimmt, ja. Ja. Man kriegt ein ganz anderes Gefühl, wenn man selber durchläuft. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und das dann macht Schönbau für mich auch Sinn. Ja.
Das ist halt so ein Mammutprojekt, ne? Weil wenn du setzt dich dran und das kennst du vielleicht ja selbst von Planet Zoo, du hast es ja selbst mal, du sitzt da ewig und dann sitzt du abends da und denkst, ach, den Stein kannst du noch mal machen Ja, und den Plan kannst du noch mal kommst du nicht richten zum und Ende. genau. Und das ist, hat auch kein Ende, das Projekt, weil das geht immer, du kannst immer was daran basteln, so, das geht Ja. immer besser. Es geht immer detailreicher, es geht immer noch mal weiter ausbauen und Na, das Problem habe ich ja schon bei Excel-Tabellen. ja. Wenn ich eine Excel-Tabelle baue oder sowas, ja, für Ja. irgendwas, für irgendeinen Das, Scheiß. und das ist genau das Gleiche. Es ist Schönbau. So, es Man ist Schönbau. Du macht kannst. Schönbau so. Ja, hier, komm, hier, das Ja. mache ich noch fett. Hier mal einen Unterstrich, komm, noch eine Tabelle drum. Also hier so ein Kreis, Dings drum, Ja. ja, Das noch umrahmen noch. farblich, dann noch irgendwelche Funktionen und Summen und Bildung und hast du nicht Oh, gesehen rein eigentlich kann ich und. das doch machen, wenn man hier was eingetragen hat, dann kann man das doch direkt, soll das grün werden. Ja, und wenn der Wert anders ist, Ja, dann solche machen wir es lieber Geschichte. rot. So, Ja, zack. genau, solche Und schon Geschichten. sitzt du 2 Stunden vor so einer scheiß Excel-Tabelle. Ja, Excel bei Excel kann man sich auch was nehmen. Aber das ist wirklich so. Ja. Ja. Also, und, aber das ist auch super entspannt, wollte ich dazu sagen. Und ich denke mal, wir hatten ja irgendwann mal dieses Angelfrühstück, habe ich ganz am Ja. Anfang unserer, ganz am Anfang unserer Streaming-Zeit, wollte ich gerade sagen, haben wir ja mal das Angelfrühstück gemacht. Das war schon sehr entspannt. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich mal wieder ein bisschen habe, an so einem Samstagvormittag oder sowas, dann einfach mal so ein bisschen in so Richtung Schönbaugeschichten zu gehen. Ob das jetzt Planet Zoo, Transport Fever, sonstiges ist. Aber da hätte ich mal Bock drauf. So einen gemütlichen Samstagvormittagsstream irgendwie von 8 bis. Ich sehe das bei Nauru und bin manchmal ein bisschen neidisch. Wirklich jetzt. Wenn die Also ich ihre meine, das ist Hütten baut wirklich. da. Wenn die ja um 8 Uhr morgens anfängt zu streamen, weil das ist noch so eine andere Atmosphäre, das ist noch Ja, so ein aber Frühstücks-Vibe die macht's dazu. aus Panik, ne? Das kann ich. Die baut nicht aus Egal, Gemütlichkeit. das bringt sie so nicht rüber, das ist ja Die okay. bringt auch. Aber da hätte ich mal Bock drauf. Ja. Ich habe halt im Moment sehr, sehr wenig Luft am Samstagvormittag, aber das könnte ich mir vorstellen, so Samstag um 8 Uhr und dann irgendwie, Na. keine Ahnung, bis 12, 11, 12, einfach mal ein bisschen entspannt, Schönbau und quatschen. Weil du ständig in irgendwelchen Zügen hängst und dich besäufst. Genau, um die Kreuztouristen zu ärgern. Ja. Deswegen hast du da keine Zeit. Die waren da Aber. alle, die saßen wirklich ohne Scheiß, alle mit Sonnenbrille, alle so ein Schädel, alle irgendwie so halb über dem Nix. Es ist unfassbar gewesen. Es ist wirklich, es war ein Bild für die Götter. Es war wirklich ein Bild für die Götter. Aber ganz kurz nochmal zurück: Transport Fever, ne? Das hast du doch auch, ne? Ja. Warum machst du da nicht mal einen Stream draus? Also das wäre genau das Ding, ne? Das wäre so eine Schönbaugeschichte, da hätte ich Bock drauf, aber man kann das natürlich auch aus ganz normalen simulationswirtschaftlichen Geschichten spielen, aber dann würde sich das, glaube ich, eher als Let's Play oder so anbieten, Oder als das Planet jetzt irgendwie Zoo, wenn ein mit. neues DLC kommt, nimmst du das als direkt als Grund, um das mal. Dann müsste ich das ja kaufen. Ja, das st Ja. ja, stimmt, Also es sind jetzt aber inzwischen, glaube ich, tatsächlich 16 DLCs für jeweils ist natürlich 10 krank, Euro das ne? Stück. Aber also musst du ja nicht 16. alle Also kaufen, aber wenigstens das Neue, ich habe so. von. Nee, also ich würde schon, also ich bin ja, ich mag Planet Zoo total gerne. Das meine ich, dann mache ich das so. Ich finde, das Spiel ist total toll. Die Tiere, das Ganze drumherum, der Detailgrad. Also ich wollte jetzt gar nicht so viel über Planet Zoo sprechen, aber das macht wirklich sau viel Spaß. Wirklich. Aber bei Transport Fever 2 ist so dieses ganze Schienen-Bahnhofs-Schema, dass du dann die original deutsche Bahn, was ich, Lampen hast und hier Gleise und Bahnhöfe und was weiß ich alles. Also da gibt es inzwischen ja auch Modder, die modden die den Leipziger Bahnhof da rein, so. Oder den aus, weiß ich, andere schöne deutsche Bahnhöfe, die es so gibt. Das ist schon krass. Aber mal gucken, irgendwas davon. Also mal schauen. Also Planet Zoo, aber dann eher auf so einer, es gibt bei Planet Zoo so einen coolen Offline, so eine Halbsandkastenmodus. Also es gibt ja einmal diesen Franchise-Modus bei Planet Zoo, für alle, die Ja. Planet Zoo kennen. Da bist du ja online und musst dann über so Artenpunkte dann Tiere kaufen, auf so einem Online-Trade-Market. Aber das gibt auch so einen Modus, das ist so auch wirtschaftlich, aber da kriegst du sozusagen, kannst du Tiere nur gegen Geld kaufen, die musst du erwirtschaften und du hast immer nur eine begrenzte Auswahl an Tieren. Also das kommen immer mal neue auf den Markt. Das heißt, du musstest dich so ein bisschen nach dem Markt richten. Und das ist eigentlich ein ganz cooler Modus. Das ist so ein Offline-Franchise-Modus, würde ich jetzt mal sagen. Der auch nach Geld geht, aber der macht richtig viel Spaß und sowas könnte ich mir gut vorstellen. Aber dann würde ich das eben ganz gemütlich mal im Stream irgendwie am Vormittag dann anfangen und das kann man dann ja auch auf unbegrenzte Zeit immer mal wieder reinspielen, so. Ja, Ganz nette Sache. apropos Schönbau, Manor Lords, gibt es da irgendwelche neuen Infos? Ich hoffe ja, dass das dieses Jahr noch rauskommt, aber das Jahr neigt sich ja auch schon, ich sag mal nicht bald im Ende, aber wir gehen jetzt schon stark auf das vierte Quartal zu, ne? Und es steht da immer noch 2023. Also es steht Veröffentlichung 2023. Also ich habe nichts Pass mehr auf, das gehört. kommt dann wieder Weihnachten raus, wo kein Mensch Zeit hat zu Ja, zocken. geil, weil wieder jeder Idiot das an Weihnachten macht. Ja.
Ja, mal gucken. Ich hoffe, Viking City Builder, das klingt doch auch schon so nach Schönbau. Das könnte ich mir auch sehr gut mit Schönbau vorstellen, ja. Ich bin gespannt. Wir werden noch sehr viel Spaß haben. Also ich hoffe auf Mannerlords und auf uns beide dann als kongeniales Duo. Ich bin sehr gespannt. Wobei ich muss sagen, ich mache immer eigentlich Schönbau. Also das ist so, da habe ich auch vielleicht eine leichte Störung. Aber ich möchte das Zimmer eigentlich ein bisschen schön haben. Dieses Hingewichse, Ja. das hasse ich eigentlich. Also ich mag das gar nicht. Es muss Ich auch glaube, da immer gab was es ja auch fürs Auge, ganz. muss das dabei sein und für Logik Ja. auch irgendwie. Deswegen. Ja, was ich übrigens auch noch auf meiner Wunschliste letztens wieder gefunden habe, war, glaube ich, dieses Krankenhausspiel, dieses witzig gemachte. Ich weiß nicht, wie das hieß. Hospital, irgendwas. Ja, ich weiß, Warte was mal, du ich. meinst. Ich habe es jetzt aber nicht im. Das muss ich irgendwann nochmal aufgreifen. Das machen wir irgendwann nochmal. Two Point Hospital, genau. Achso. Das kostet gar nicht mehr so wahnsinnig viel. Irgendwie 7,49 € sehe ich gerade hier bei Das ist Steam. das Witzige, ne? Da hatte ich auch nochmal Bock drauf, weil die haben so irgendwelche Krankheiten wie Lampenfieber Ja, oder ich keine Ahnung was. weiß. Also so Ja. ganz, ganz merkwürdiges. Wasserkopf Und oder so, weißt ja, genau. Das ist du, halt super. Das ist halt auch super witzig. Und selbst da kann man auch Schönbau betreiben. Das Krankenhaus kann Stimmt. man halt auch schön machen. Wobei, So, da ne? habe ich ja ein anderes Krankenhausspiel. Ich habe ja Project Hospital. Das ist ja Ja, das das ist. ernst gemeinte davon. Ja. Und das kann ich, das ist wie Sims letztendlich. Weißt du was, da könnte man auch mal so einen richtig geilen Vergleich machen. Du lädst ein Video über Project Hospital hoch und ich hole mir das andere und dann wieder mal so eine Gegenüberstellung. Ja, Das wäre auch das können witzig. wir machen. Auch für ein Thema für einen Podcast dann vielleicht im Anschluss. Mal gucken. Wir sind aber auf jeden Fall schon Ja. wieder über die Zeit, Alex. Ist okay. Na? So, dann spielen wir jetzt für die Zuschauer noch Bodo den Baggerfahrer ein, den wir Na, umgelegt haben in Kutschen. oder Bronze, Silber und Gold. Oh ja, können wir auch machen. Ja, Kuschi, Ausblick. es war Lass uns mal über mir. den Ausblick kurz reden. Ausblick diese Ja. Woche. Also ist heute ist ja Dienstag für alle Zuschauer. Das heißt, morgen wird wieder gestreamt. Morgen ist AC Valhalla endlich wieder im Stream. Endlich wieder Stream auf Verlangen Streams. Unfassbar. Ja, verrückte Sache. Wusste nicht, dass das nochmal. Ja. Also hätte ich nicht gedacht, dass das nochmal passiert. Dass Donnerstag das nochmal streamt passiert. Nauru, 20 Uhr mit Sons of the Forest. Ja. Und am Freitag. Freitag streame ich Elden Ring. Sehr gut. Und Sonntag sind wir noch in der Planung für ein Gemeinschaftsprojekt. Wir wissen Ja. noch nicht, was es wird. Eventuell einfach nur LKW fahren. Ich bin ab morgen, also ab heute für euch, auf Dienstreise für den Rest der Woche. Hab dann auch noch hier zu Hause wieder Baueinsatz am Wochenende. Das heißt, für mich frühestens erst wieder am Sonntag. Und dann muss man mal gucken, da wollen wir dann vielleicht irgendwas Spontanes machen. Genau. Ja. Machen wir dann. Und ja, nächste Woche gehe ich dann wieder steil mit, hier, wie heißt das? Cyberpunk. Kommt nächste Woche. Kommt es nicht Kommt auch nächste diese Woche oder Woche. nächste Woche raus? Nee, nächste Woche, 26. oder so. Das heißt direkt Premiere am Donnerstag dann? Ja. Dienstag meine ich sogar. Cool. Aber das Dienstag. besprechen wir nochmal. Das werden wir Ja. frühzeitig bekannt geben. Ne? Alles Alles klar. klar. So, wir sind raus. Schönen Abend, schöne Woche. Haut rein. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.